Ihr seid schon gespannt, wie es weitergeht mit der unbewaffneten Challenge. Und außerdem seid ihr ziemlich neugierig darauf, wie ich mich denn mit Moda anlegen möchte und ja, sie einfach vom Himmel pusten will. Die Antworten auf diese Fragen und noch ein bisschen mehr werdet ihr bis zum Ende des Videos auf jeden Fall bekommen haben. Ich bin der Kai, der Typ mit dem Bart. Herzlich willkommen bei Einzigbartig. In der letzten Folge habe ich ja endlich die Fleischreißer herstellen können und habe mir dann auch die restlichen Fenris-Teile bauen können. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist dieser viel zitierte Game-Changer, den man immer so gerne ja, in den Vordergrund hebt. Also mit den Dingern hebe ich das Spiel auf jeden Fall für mich nochmal auf eine ganz andere Ebene. Denn Dinge oder Gegner, wo ich bis jetzt immer so ein bisschen aus der Deckung heraus arbeiten musste, die kann ich jetzt ganz offensiv angehen. Also das macht richtig viel Spaß. Jetzt steht natürlich der Kampf mit Moda vor der Tür und ich hatte ja gerade schon gesagt, wir werden uns da heute mal mit der Taktik für Moda beschäftigen. Wir werden Moda natürlich noch nicht legen, weil da fehlt uns noch einiges dazu. Aber zumindest werde ich schon mal so ein bisschen anteasern, wie der Kampf aussehen wird. Und vielleicht ist das ja für euch auch eine neue Variante und ihr kennt es noch gar nicht. Vielleicht ist es aber auch schon was Bekanntes. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lang rum, sondern legen direkt los. Und wie immer natürlich erstmal der Blick auf die Fertigkeitenliste. Da hat sich ja nicht viel getan. Außer, dass ich jetzt auf Äxte wieder einen Punkt dazu bekommen habe. Denn hört doch mal auf, mich zu schieben. Denn in der letzten Folge, und das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, da wurde ich aber von euch drauf hingewiesen, habe ich doch tatsächlich das eine Skelett mit der Axt umgehauen und habe da einen Punkt bekommen und habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ja, also das war keine Absicht. So sind wir dann wieder bei einem Punkt und ich könnte natürlich jetzt auch sagen, da muss ich einfach sterben, dann ist der Punkt wieder weg. Nee, aber tatsächlich habe ich mich auf eine kleine Wette eingelassen, auf eine kleine Challenge innerhalb der Challenge. Also wenn ich 10 Punkte irgendwo in Waffenwertungen habe, muss ich Liegestütze machen. Ich weiß gar nicht, wie viel, 20, keine Ahnung, oder 10 Liegestütze, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall werde ich Liegestütze machen, wenn es soweit kommt. Aber ich bin natürlich erpicht darauf, dass hier nicht mehr dazukommt. Also, wir haben unbewaffnet 51 plus 15 durch die neue Fenris-Rüstung. Schlagwaffen 0, Schwerter 0, Äxte natürlich 1 jetzt, Bögen 0, Messer 0, Stangenwaffen 0, Speere 0, Armbrüste 0. So sieht das aktuell aus. So, was habe ich in der Tasche, was trage ich? Nach wie vor jetzt die Fleischreißer und die Fenris-Rüstungen auf Stufe 2. Ich habe zwischenzeitlich auch noch die Silbermine abgebaut, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, die Silberader. Und habe dann noch so ein bisschen Zeug zusammengefarmt und habe dann letzten Endes auch die Werkbank an dieser Talbasis auf jeden Fall schmecken können. Hört doch mal auf, mich hier rumzuschieben, Mann. Ist doch nicht dein Ernst. Gibt's doch nicht. Sackgängige Wölfe. Ja, also auf jeden Fall ist das auch gesehen. Warum ist die Tür da unten kaputt? Fragen über Fragen. Ihr seht, es gibt eine Menge zu tun heute. Dann ist noch eine Frage. Da hatte mich ein Zuschauer drauf angesprochen, warum ich mir denn jetzt nicht den Silberschild mache und weiter mit dem Eisenfaustschild arbeite. Ich werde mir das Silberschild definitiv nicht machen, weil ich einfach da einen geringeren Parierbonus habe. Somit kann ich die weniger betäuben, wenn ich die rechtzeitig blocke. Oder die Chance ist geringer. Deswegen verzichte ich darauf und behalte einfach weiter hier den Faustschild. Das wird dann der nächste Faustschild wird dann irgendwann in den Mistlands sein, der Chitin-Faustschild. Also das ist die Begründung dafür. So, jetzt werden wir jetzt noch ein paar Zwiebeln Samen pflücken, ernten. Dann werden wir noch ein paar Zwiebeln ansetzen. Das können wir nämlich gerade auch mal machen, wenn wir schon mal hier sind. Und dann werden wir uns mal anschauen, was die sagt schon. Wie es denn jetzt aussieht mit, was mache ich denn jetzt hier, Zwiebeln, genau, wie es denn aussieht mit der aktuellen Rüstung und da sind auch gerade noch jede Menge Silberbarren in Produktion, die müssen wir dann auch mal abholen und dann noch die, habe ich geplant heute die Rüstung ein bisschen aufzuwerten und wir müssen uns natürlich dann auch noch mit der Taktik für Moda kurz beschäftigen, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, da werden wir heute mal drauf schauen, eventuell da den Kampfplatz schon mal ein bisschen vorbereiten. Wobei, so viel vorzubereiten gibt es da jetzt an und für sich nicht. Also es wird nicht so, wie ich es in meiner letzten Challenge gemacht habe, ja, weil ich einfach keine Waffen benutzen darf. Also kann ich mir dieses ganze Vorbereiten eigentlich auch sparen. Da gibt es andere Taktiken, die man da fahren kann. Eine wäre zum Beispiel auch wieder zu sagen, ja, man macht es mit Wölfen. Jetzt weiß ich, oha, da werden die ersten schreien Wölfe, kannst du nicht machen. Der trifft die einmal oder Moda trifft die einmal und dann war es das.
Nee, tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, es doch mit Wölfen zu machen. Man muss die halt nur geschickt positionieren. Jetzt mir doch irgend so ein blöder Sack. Hat mir doch die Tür zerdeppert hier. Man muss die einfach nur geschickt positionieren, um die erstmal aus dem Kampf rauszuhalten. Das ist natürlich auch eine Timing-Sache und Timing ist bei mir halt auch nicht so weit her. So, wir müssen mal ein bisschen was essen hier. Da können wir dann auch demnächst mal wieder was herstellen. Muss ich gerade mal hier oben lang flitzen und einfach mal schauen, ob hier noch ein bisschen Fleisch rumliegt, weil ja einfach meine Wölfe hier durch die Gegend marodieren. Das sollen sie jetzt auch gerne tun, ist mir auch relativ Rille jetzt aktuell. Die werden hier an der Stelle auch nicht mehr so benötigt. So, ich sehe aktuell nichts, was hier rumliegt. Dann ist wohl nicht viel passiert. Da drüben geht wieder ein Schwein auf Wanderschaft. Da war ich hier eigentlich schon mal drin? Tatsächlich war ich hier noch nie drin. Ist ja irre. Gut, dann gehen wir erstmal runter, gehen dann gleich mal rüber in die neue Basis, in die neue Base und werden dann da erstmal ein paar Upgrades vornehmen bezüglich Rüstung. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Moder Base, genau. Lass uns doch mal gerade mal gucken. Ich müsste noch ein bisschen was kochen können. Vielleicht muss ich mal das Feuer anmachen hier. Es passiert ja nichts. So. Also nur nochmal zum Vergleich, was ich gerade gesagt habe, wegen dem Schild. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich mit diesen Bucklern, habe ich mich jetzt aktuell so gut eingespielt. Das wird für mich überhaupt keinen Sinn mehr. Ihr seht ja hier den Parierbonus 1,5, Blockmacht 40. Und hier haben wir auch Blockmacht 30 zwar nur, aber dafür ein Parierbonus von 2,5. Und das macht es dann einfach nachher aus. Leider kann ich den nicht weiter upgraden. Ja, also der wird auf dem Stand bleiben. Das finde ich ein bisschen schade, aber sei es drum. Das muss man dann auch einfach mal so akzeptieren. So, was kann ich denn noch kochen? Lass mal gerade schauen. Was wäre denn das nächste? Karottensuppe? Hackfleischsoße? Nee. Würste. Schmutzshake? Zwiebelsuppe wäre eigentlich das nächste. Haben wir denn? Wie viel Zwiebel haben wir denn? So viele. Ha, kann ich einmal Zwiebelsuppe machen? Ist ja auch nicht so berauschend, Freunde. Ich würde tatsächlich Würste, habe ich gerade noch so ein bisschen. Ich glaube, wir müssen leider auch bald nochmal in die Sümpfe und noch ein paar Blutsäcke farmen. Denn ich glaube, mit Schwarzsuppe, da ist es auch nicht mehr so viel da, um da irgendwas herzustellen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie auf Fleischsoße Rübeneintopf. Ah, wir können noch ein bisschen Rübeneintopf machen. Wildschweinfleisch. Da haben wir noch ein bisschen was. Ein paar Rüben haben wir auch noch. Die können wir gerade mal anwerfen. Mal ein bisschen was fertig machen hier. So, haben wir noch Schlamm? Ich habe doch bestimmt irgendwo noch Schlamm, oder? So, die können wir erstmal wieder da reinmachen, die auch. Da haben wir noch jede Menge Schlamm. Und was brauchen wir noch für den Schmutzshake? Himbeeren und Blaubeeren müsste ich doch auch noch en masse haben. Blaubeeren, Himbeeren, na klar. Dann machen wir noch ein bisschen Schmutzshake. Den haben wir bis dato nämlich auch noch nicht gemacht. Ah, da können wir ruhig mal ein paar herstellen. Das ist eigentlich auch wahr. Ach ja, und ich bin ja tatsächlich auch in der letzten Folge, war ich ja zum Schluss noch mal in der Frosthöhle drin gewesen, hab dann die Angel geholt, ja. Es war wieder so eine Riesenfrosthöhle, wo unten noch der Steingolem rumhüpfte. Das haben wir auf jeden Fall am Start. Also die Angel ist jetzt da. Es waren auch ein paar Köder dabei, die ich aufgehoben habe, aber ich habe jetzt noch nicht geangelt. Ich glaube, das werde ich auch innerhalb der Folge eher nicht machen, weil es dürfte, glaube ich, eher so ein bisschen langweilig sein.
Ich werde das dann wahrscheinlich auch eher mal offscreen machen. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall mal 9 Schmutzshakes. Wenigstens hier auch mal ein bisschen Platz in der Hütte. So. Lass kurz überlegen. Ja, Wolfsfleisch haben wir halt noch, ne? So, wir machen mal hier die 9 Schmutzshakes da rein. Würste brauche ich nochmal, ich glaube, Innereien und, was brauchte ich noch? Wöschtchen, Innereien, Wildfleisch, ihr wisst, was ich meine, Disteln. Nee, das nehmen wir nochmal. Und die Innereien nochmal. Ach nee, guck mal, da habe ich doch noch Wöschtchen hier. Was will ich dann hier Wöschtchen machen? So, das kommt da rein, das kommt da rein. Dann sind wir da auch erstmal wieder fit. Kommt da rein. Genau, so. Jetzt wieder sortiert, auch im Kopf. Und einmal ab durch die Mitte. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht aus dem Bild rausrutsche. So, ihr seht selber, noch ein bisschen hochgerüstet die Schmiede. Die ist jetzt, glaube ich, auf Stufe 5. Genau. Mehr geht gerade nicht. Aber es ist ja auch schon mal nicht so schlecht. So, was fehlt denn hier? Das ist leer. Das ist übrigens alles aus der Mine, die ich da oben freigelegt habe, auf dem Berg. Mal hier ist noch Kohle, die können wir eben mal auffüllen hier an der Seite. Ah, okay. Hätten wir uns auch sparen können, war jetzt auch nicht so dramatisch viel. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ich hier Zeug habe. Hab ich jetzt den Haarschopf mitgenommen? Da sind sie. Die stecken wir mal ein und dann gucken wir gerade mal. Ne, Wolfspelz brauche ich glaube ich auch. So, aufwerten, Fleischreißer. Die einmal aufwerten, kann ich ja nochmal aufwerten, tatsächlich. Enrisklauen, 2. So, jetzt haben wir die auf jeden Fall noch auf 3 hochgepusht. Das heißt, die dürften jetzt auch ein bisschen mehr Schaden machen, haben eine etwas höhere Haltbarkeit und haben mehr Blockrüstung, was natürlich auch ganz gut ist, wenn man mit denen versucht zu parieren. Ist jetzt nicht überragend viel, aber mal so einen halben Schlag, den kann man doch mal wegstecken. So, was brauchen wir denn noch? Fenrispelz aufwerten. Fenrisbeinschutz. Fenris kaputte. Brauchen wir Wolfspelz? Habe ich keine Wolfspelze mehr? Ich gerade mal kurz rüber touren. Ihr seht wieder, heute ist wieder so ein bisschen Orga angesagt. Aber ihr kennt das ja, hin und wieder muss man das zwischendurch auch mal einstreuen und alles offscreen machen. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Also da solltet ihr auch ruhig mal dabei sein, damit ihr auch seht, dass das hier alles mit rechten Dingen zugeht. Im Prinzip könnte ich auch, euch halt auch voll einklinken. Ne? Könnt euch einfach sagen, hier habe ich alles wild gefarmt. Ich habe tatsächlich keine Wolfspelze mehr. Ne? Ich drehe ja durch. Fehlt mir noch ein verkackter Wolfspelz? Tatsächlich. Ist ja für einen Eimer. Tja, dann müssen wir wohl nochmal ran an die Wölfe. Frost 1. Nee, das ist ja wieder so ein Ding. So eine Frosthöhle, genau. Vielleicht habe ich hier noch Wolfspelz. Nee. Also wieder durch. Ja, also im Prinzip könnte ich euch ja voll einklinken und alles spawnen und fertig, ne? Deswegen muss ich hin und wieder, oder vor allem will ich auch hin und wieder mal so eine Folge reinschreien, damit ihr einfach seht, dass es auch mit rechten Dingen hier zugeht. Genau, da wollten wir rein. Moder Base. Und Eier. Wir müssen auch noch Eier besorgen, ja? Ohne Eier keine Queen. Ist ja allseits bekannt im ganzen Land.
So. Ich muss nochmal so ein bisschen die Sachen hier liegen lassen. Wir nehmen mal Zeug für ein Signalfeuer mit. Und den Rest kriegen wir eigentlich so ganz gut gewuppt. So, essen sollte ich auch mal. Ja, die letzte Wurstsuppe hier. Schwarzsuppe, meine ich doch. Wurstsuppe. Die Wurstsuppe, genau. Ich bin so bescheuert, ne? Ich muss doch hier raus, ich muss doch durch das andere Portal. Ich will doch oben auf den Berg. Das ist, wenn man die Portale... Ach nee, das ist ja draußen vor der Tür. Oh, Leute. guten Morgen, ey, ohne Witz. Ich muss doch raus vor die Tür. So, können wir die nochmal hier reinschmeißen, wenn wir schon mal da sind. Immer schön aktiv halten das Ganze. Das ist nämlich alles sonst verschenkte Zeit. So, die schmeißen wir auch gerade mal hier rein. Und dann nochmal hoch auf den Berg. Da habe ich mir nämlich auch mal ganz kurzzeitig direkt neben Moda so eine Hütte hingestellt, beziehungsweise da war ja schon so eine Abbruchhütte, die habe ich mir wieder fit gemacht, dass ich da dann wenigstens die Möglichkeit habe. Ach, geh doch heim. Wie willst du denn das jetzt erzählen, hä? Oha! Was ist denn mit ihm hier? So. Jetzt habe ich natürlich wieder nur das Nötigste an Holz mitgenommen. Das war wieder super mega schlau. Was ein Glück, habe ich hier noch was? Hatte ich? Da. So, das ist immer noch dieses Gemurkse, ne? Den da richtig hinzulocken. Ich krieg das nicht hin. Boah, jetzt aber. So, eigentlich muss man den im richtigen Moment, wenn er dich eigentlich angreifen soll, weil er immer den gleichen Abstand hält. So, jetzt hier so in der Richtung. Ja, das klappt noch nicht so ganz geil. Da fehlt mir das Timing einfach noch. So, jetzt aber, genau. Ich glaube, jetzt habe ich es mal so langsam auch kapiert, wie es funktioniert. So. Was ich euch ja auch sagen wollte, das wird nachher das Areal werden, wo ich Moda bekämpfen werde. Deswegen, ich habe hier schon so ein bisschen... Das, man sieht es halt wieder mega schlecht, ne? Weil einfach so schönes Wetter ist, dass es blendet. Die Taktik ist, hier eine Grube zu machen. Ich werde nicht das Ganze hier unterhöhlen und dann einfach mich immer darauf verlassen, dass Moda sich dann irgendwann mal niederlässt. Sondern ich werde hier eine Grube ausheben. Die werde ich in jeder Ecke kommt ein Signalfeuer. Und ich werde mich in die Grube reinsetzen, ja, und zwar das Ganze unter einem Deckel mit Holzbalken, so dass ich nicht gesehen werden kann, aber dann turnt Moda, so die Theorie, also ob ich das in der Praxis so hinkriege, das werden wir dann sehen, aber die Theorie ist einfach, da muss man bestimmte Höhen und Maße beachten, um dass das so funktioniert, das werde ich dann aber, wenn ich die Grube aushebe, werdet ihr das neu erfahren, wie das funktioniert, das werden wir auf jeden Fall so machen und dann sollte Moda eigentlich ziemlich easy peasy sein, ähnlich aufregend dann, wie es Knochenwanst gewesen ist, ne, nachdem ich ihn dann auch mal da eingefangen habe.
Ja, also das ist so der Plan. Das wird die Taktik sein, die ich fahren werde. So, habe ich jetzt eigentlich noch einen Pelz bekommen? Habe ich den jetzt gerade bekommen? Wir gehen nochmal suchen. Wir müssen ja eh Eier suchen. Dann können wir das auch gerade so machen, dass wir dann auf dem Weg zur Hütte, denn da hinten waren nämlich auch noch Wölfe und unterwegs werden sowieso irgendwie noch Wölfe sein. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Da werden wir uns damit den anlegen. Also, so wisst ihr dann zumindest mal, wie die Taktik aussieht. Also auch kein Hexenwerk, aber das Ganze ist wieder so eine Sache, das muss ordentlich vorbereitet sein, denn wenn es das nicht ist, funktioniert es einfach nicht, ja. So, wo ist denn jetzt die Hütte? Da hinten muss ich rum. Da hatte ich doch neulich noch ein Ei rumliegen sehen. Mal kurz hier gucken, was hier los ist. Ach, guck mal, hier ist eine Kiste. War ich hier schon? Nee. Das nehmen wir natürlich mit. Tja, Pfeil und Bogen, ich sehe aber nichts. Da unten. Nee, Kollege, du musst schon hochkommen. Also, ich komme nicht zu dir runter. Da unten hüpft wieder ein Steingolem. Da drüben ist doch ein Ei. Da unten steht ein Sitz, ein Steingolem. Dann werden wir den gerade eben mal machen. Sicherheit hauen wir mal einen Knochenwanst rein. Ey, was hab ich dir denn getan? Guck mal, der hat sich gerade mit dem Wolf angelegt. Habe ich natürlich da oben das Signalfeuer stehen lassen. Ne? Das war ja auch mal der absolute Brain-Move von mir. Ich muss mich eigentlich nur ein bisschen verstecken. Der Steingolem holt den Drachen da gleich von alleine runter. Obwohl, eigentlich mal zuschauen, ne? So, einfach mal hier den Zuschauer machen. Guck mal, der marodiert da rum. Hat mal eben den Wolf noch weggemoscht. Jetzt haut er gleich den Drachen da vom Himmel. So. Der ist schon angeditscht. Ich kann schon mal hier runtergehen. Oh, den muss ich weg. Der haut rein. Der war gemein. Den kann ich gar nicht blocken, ne? Oder? Oder bin ich einfach gerade doof? Okay. Das ist die Art von Kollegen, die ich nicht so mag. Den kriege ich nicht weggeblockt. Ist ja irre. Ja, weil es gibt ja zwei unterschiedliche Formen von Drachen, ne? Von Drachen, sag ich schon. Von Steingolems. Einmal die mit der flachen Faust. Ach, guck mal hier. Der fast auf dem Boden entlang. Und dann halt noch die mit der spitzen Faust, ne? Und das letzte Mal habe ich den mit der spitzen Faust gelegt. Aber den habe ich mir jetzt noch gar nicht zu... Ach ja, genau! Jetzt geht hier aber die Party ab. Was denn hier los? Ich bin gespannt, was sie da machen. So, jetzt bin ich wenigstens gerade mal aus dem Fokus raus. Den zu blocken, das muss ich erstmal rausfinden, wie das geht. Freunde, da bin ich mir jetzt aber gerade unsicher. Ey, was zum Glück habe ich einen Knochenwanz noch aktiv, ne?
Naja gut, sollen die mal darum machen, ich schnapp mir das Ei. So, ich trage zu viel. Dann werden wir einfach mal ganz gemütlich hier runterschlupfen. Können eigentlich das Ei mal hier runterschmeißen. Guck mal, hier gab es noch eine Drüse. Okay, Freunde, Steingolem ist nicht gleich Steingolem, ne? Also das hatte ich so komplett ausgeblendet. Hui, das hätte auch gerade mal böse ins Auge gehen können. Aber das Blöde ist jetzt, das trage ich natürlich runter, aber es muss ja nachher hoch, ne? Und ich kann es ja nicht mit durchs Portal nehmen. Also werde ich dann eher mal Taschen leer machen müssen und mit dem Ding durchs Portal, nee, nicht durchs Portal, sondern einfach, na, sagt schon, einfach solo in der Tasche, ohne dass ich noch irgendwelche anderen Sachen in der Hosentasche habe, das mit hochnehmen. Nehme es aber jetzt trotzdem erstmal so mit. So, das kommt jetzt auch erstmal hier in die Kiste. Ich komme die Treppe nämlich nicht hoch. Ist ein bisschen zu fett. So, also ihr seht selber, das ist jetzt nicht die Garantie, dass man alles auf sofort hinkriegt, nur weil man jetzt Fleischreißer hat. Ne? Der Illusion sollte man sich auf gar keinen Fall hingeben. Den Fehler habe ich gerade gemacht. So ein bisschen mitdenken muss ich auch. Aber wie gesagt, Leute, ich glaube nicht, dass das ein großes Problem wird. Ich muss das einfach nur besser timen, ja. Das ist wie immer eine Frage des Timings. Davon gehe ich einfach mal aus und dann wird das auch, wird's auch funktionieren. Also ich glaube jetzt nicht, dass das eine größere Baustelle wird, die ich da habe. So. Na gut, dann räumen wir erstmal hier wieder ein. Von Glück reden, also wirklich von Glück reden, dass ich den Knochenwanz-Buff aktiv hatte. Sonst hätte er mich gerade echt aus dem Leben gehustet. Und mein Fehler war jetzt natürlich auch einfach, oben das Signalfeuer liegen zu lassen. Ne? Hätte ich das mitgenommen, ich glaube, das hätte jetzt auch nicht so die Welt ausgemacht, aber dann hätte ich zumindest mal so aufwerten war hier. Kapuze 8 und Haarschopf 10. So, haben wir die nämlich auch noch auf Stufe 3 aufgewertet. Das war ja genau das, was wir heute erreichen wollten. Ja. Dann sieht das ja schon mal ganz gut aus. Das kommt dahin. Genau, und den Rest holen wir uns dann nachher wieder. Ja, so sieht's aus für heute. So, Freunde, das war's dann auch schon wieder. Ja, muss jetzt auch reichen. War wieder einiges Organisatorisches. Wieder ein bisschen was dazugelernt. Also das finde ich halt auch ganz spannend bei solchen Challenges, dass du dann auch regelmäßig nochmal so in so eine Lernphase kommst und ausprobieren musst, wie du welche Situation am besten natürlich handelst. Ja. So, das soll uns aber nicht davon abhalten, dass wir aktuell so ein bisschen mit auf der Erfolgswelle schwimmen, auch wenn es gerade jetzt mal mit dem Steingolem nicht so funktioniert hat. Aber das kriege ich auch hin. Ihr habt ja jetzt auf jeden Fall gesehen, wie ungefähr der Plan sein wird mit Moda, wie das im Einzelnen ausgeführt wird. Das werden wir dann in der nächsten Folge behandeln. Das werde ich euch dann zeigen. Also auch das ist keine Raketenwissenschaft. Wenn ihr das dann gerne mal nachmachen wollt, könnt ihr das natürlich ausprobieren. In der Hoffnung, dass es natürlich auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das werden wir dann zu einem anderen Zeitpunkt erfahren. Denn wir brauchen, wie gesagt, noch Eier. Ich muss das unbedingt mit dem Golem nochmal. Das hat mich jetzt echt hart getriggert. Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Den muss ich mir nochmal vorknöpfen, wie das am besten funktioniert. Ihr Lieben, das war's für heute auch schon wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Ganz kurz noch der Hinweis, jetzt die kommende Woche wird es kein Stream geben, weil ich einfach nicht da bin. Ich bin im Urlaub, aber die Woche drauf geht es dann wie gehabt weiter. Was da im Einzelnen kommen wird, das kann ich euch jetzt noch oder will ich euch jetzt noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall was kommen und es wird auch Spaß machen.
Wie gesagt, euch noch einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschö mit Ö.